Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Na, heute ist der 3.1. Jahr. Sorry, dass seit dem 1.1. kein Video mehr kam. In diesem heutigen Video werde ich die neue Kollektion von 6pm, die Loudway Room Kollektion, die bewerte ich einfach mal und sage so meine Meinung. Es gibt auf jeden Fall Trailer gepostet, nämlich so Motherboard gepostet. Es gibt zwei Zip-Jacken. Ein Hoodie, zwei Jeans und ein T-Shirt und noch ein Sweater. Fangen wir mit dem T-Shirt an. Einmal ein weißes 6pm T-Shirt. Da steht in Blau in der Mitte oben so. Und dann steht da unten noch so Text Loudway Room Wash Service irgendwie so. Die T-Shirts kosten wahrscheinlich 60 Euro. 6pm hat auf jeden Fall auch wieder. Von der Größe XS bis die Größe XXL. Es kommt auch noch ein How to Cop 6pm Video. Noch ein weißen Zip-Up. Der ist weiß, hat einfach auf dem Reißverschluss hier oben steht auch auf dem silbernen Reißverschluss ist 6pm so eingeprägt. Dann steht da noch so blau in so einem Strickoptik. Die Strickoptik hatten ja schon beim letzten Mal. 6pm in Blau mit so einem weißen C, kostet wahrscheinlich um die 90 Euro. Gibt auch noch mal in Schwarz. Ist die Schrift wieder blau. Ich finde der Schwarze mit dieser blauen Schrift so krass und der weißen mit der blauen auch heftig. Beides heftig so um die 90 Euro. Auch eine Jeans, so eine weite Baggy Jeans, die auch gut auf den Schuh steckt. In so einem ausgewaschenen Blau mit so Farbspritzern drauf, die in Rot, Blau. Hinten auf der Tasche ist so ein 6 wegen 6pm. Also noch eine Camouflage-Hose, eine Cargo-Halt mit zwei Pockets und so weiße Farbkleckse, die richtig cool aussehen. Und dann noch eine. Haben wir natürlich auch noch. Also die Hosen kosten wahrscheinlich so beide um die 100 Euro. Dann haben sie noch ein Hoodie, der kostet wahrscheinlich so um die 95 Euro. In so einem schwarzen, in so einer schwarzen Optik. Richtig cool. Mit einer richtig roten Schrift. Ist nicht so meins, aber da steht in Rot drauf. Races are not allowed to wash. Also so gegen Rassismus. Auf jeden Fall gegen Rassismus. Das finde ich cool, dass sich so eine große Marke gegen Rassismus einsetzt. Weil das finde ich super cool. Dann haben sie noch einen Schritt. Und auf jeden Fall, ich wollte auch sagen, ich bin auch auf jeden Fall gegen Rassismus. Schwarzen Strickspetter, den finde ich geisteskrank. Einfach so ein Sweater, ganz classy. Dann sind immer so weiße Flecken drauf, hinten auch. So ein bisschen distressed, so ein paar Löcher. Mitte steht in weiß 6pm drauf. So eine coole Schriftart, ja. Auf jeden Fall, ich finde diese Kollektion cool. Aber ich finde halt, die hat halt nicht so viele Produkte, dafür richtig krass. Der Pulli gegen Rassismus, der Pulli ist cool. Die weite Jeans ist cool. Und die zwei Zip-Ups. Ich finde, das ist halt eher so eine fette Kollektion, also mit so fetten Prints. Einmal in der Mitte des 6pm, dann die Races are not allowed to wash, so fett drauf geprintet. Bei den T-Shirts ebenso. Aber ist trotzdem eine richtig krasse Kollektion, alles in einem. Ja, keine Ahnung. Sehr stabil. Und dieses Video kommt wahrscheinlich von mir aus am 4. Januar. Hier kommt die Kollektion am 8. Januar um 18 Uhr. Das ist am 8. Januar um 18 Uhr. Wieder auf 6pmseason.com. Ich werde mir wahrscheinlich nichts kaufen. Ich spare momentan erstmal ein bisschen, weil ich mir eine richtig geile Kamera für die Qualität kaufen möchte. Aber einfach krass die Kollektion. Ja, und die Produkte kommen alle in so einem, wie bei der Puffy Jacket, kommen alle in so einer Tüte an. In so einer blauen Tüte. Oben steht 6pm, dann steht da so eine Waschbox und dann steht da noch Loudway Room drin. Und ja.